Eine noch unbekannte Substanz verursachte am Montagmittag gegen 12 Uhr im Hölderlin-Gymnasium in der Plöck Atemwegs- und Hautreizungen bei 15 Kindern. Nachdem bei mehreren Schülern entsprechende Symptome auftraten, wurde die Schule, welche von etwa 800 Schülern besucht war, geräumt. Ja, die Feuerwehr wurde durch die Schulleitung alarmiert, dass im Untergeschoss bzw. im Erdgeschoss ein undefinierbarer Geruch in der Herrentoilette gewesen wäre. Daraufhin sind wir mit dem Gefahrgutzug und der Dekon-Einheit vor Ort gefahren, haben erste Erkundungen vorgenommen. In der Tat war es ein undefinierbarer Geruch. Unsere Messgeräte haben zunächst jetzt nicht angeschlagen. Zurzeit nehmen wir Luftqualitätsprüfungen vor, die dann nach Mannheim zur Berufsschule Mannheim fahren werden, zur weiteren Auswertung. Insgesamt haben sich 800 Schüler in der Schule befunden. Da muss man sagen, dass von der Schulleitung her bzw. von den Lehrkräften hervorragend bereits geräumt wurde. Die ganzen Schüler haben sich auf dem Friedrich-Ebert-Platz zunächst als Sammelplatz getroffen, sodass wir dann auch die betroffene Klasse ausfindig machen konnten und konnte jetzt diese Klasse, die durch diesen Bereich gelaufen ist, sukzessive sichten, ob da noch weitere Sachen vorliegen. Stand jetzt werden die alle in RTWs betreut, also in Rettungswagen betreut, auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass da, je nachdem, wie der Reizhuste ist, dass da die ein oder andere Person noch ins Krankenhaus gefahren wird. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Plöck sowie die Friedrich-Ebert-Anlage auf Höhe des P9 gesperrt werden. Die Feuerwehr entnahm Luftproben, welche derzeit noch untersucht und analysiert werden. Die 15 leicht verletzten Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Vorfalls entschloss sich die Schulleitung dazu, den Schulbetrieb für den restlichen Schultag einzustellen.